Ich schaue aus der Stelle, ich schaue aus der Stelle, nehmen wir auf. Ich meine, Pana. Okay, ich hatte irgendwas Gutes erhofft, aber alles klar. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir mit Exorion zusammen angefangen und haben ein fucking Aquana bekommen als Starter, wie geil. Oh, ich liebe es. Es ist männlich, es passt sogar. Es ist ein Exorion. Exo. Und ja, wollen jetzt noch mal sehen, was Mr. Pokémon da für uns zu bieten hat. Ich müsste einfach diese Laufanimation synchronisieren. Du, nochmal. So wirkt's einfach auf mich. Und wollen mal sehen, was hier noch für Pokémon kommen, so nebenbei. Oh. Ein wildes Pokémon. Oh. What the fuck? Okay. Ich würde ja sagen. Das wäre nicht schlecht. Ich würde ja eigentlich sagen, ja, okay, das ist ein einfacher Kampf für ein Vaporeon. Zumindest ist es ein okay Kampf. Aber du hast keine Wasserattacke. Ich hab nur Tackle. Aber so mit Haarungsgleich auf Level 3 wäre nicht schlecht. Ja. Frage ist halt, ob man es fängt. Golbert, oh bitte, lass uns fliegen. Ah, ich glaube, das Vieh ist zu schnell. Ein bisschen Training ist ja nicht schlecht. Versuch es. Hallo, es macht uns fertig, Mann. Macht uns fertig. Oh Mann. Scratch. Oh. Screech. Kreideschrei. Oh, verdammt. Hoffentlich hat es nur Kreideschrei. Das wäre ganz cool. Oder ich hau ab. Ich kann nichts besiegen. Doch. Das heißt, Training mit der Vollschirmstelle, ich kapiere während des Trainings. Nur ich will nicht gleich am Anfang irgendein gefährliches Ding angehen, weißt du, weil du hast nicht so eine gute Verteidigung. Ja, okay, wildes Zapdos, mein Gott, das wird auf Level 5 vielleicht Donnerschock können, aber du hast eine gute Spezialverteidigung insofern. Pff, ja, warte. Was will mir das Vieh anhaben? Oh, Portrott. Es kommen halt nur solche dummen Viecher gerade, die alle so hohe Verteidigungswerte haben. Ich finde, sehen die Specials mit dir auch manchmal so doppelt aus, dass gerade Portrott irgendwie 8 Tentakeln hatte? Ja, wenn sie auftauchen, dann ist das manchmal. Das liegt am Emulator. Portrott hat 8 Tentakel! Es kommt aus Japan! So. Dann mal wieder einen kleinen Leck für den Part, aber mein Gott. Oh Gott. Man konnte hier. Ein fliegendes Kap. Was? Vor allem das Geilste ist halt wieder, wieder ein Stein-Pokémon. Tackle bringt wieder nicht viel. Aber es fliegt! Früher konnte man in der gelben Edition, wenn man Pikachu so hier an so einer Stufe hatte, voll ärgern. Das ist dann voll ausgetickt, wenn man sich so an eine Stufe gestellt hat. Okay. Also wenn man nicht selber so runtergehüpft und das Pikachu stand noch oben, das ist nach einer Weile total ausgetickt, sinnlos hin und her gehüpft und hat sich ständig im Kreis gedreht. Okay. Aber hier klappt das leider nicht mehr. Beweg dich! Du. Oh, ich mag dieses kleine Metal jetzt schon. Oh Gott, jetzt geht das Ding ja wieder. Oh nein, muss ich den lesen? Eigentlich nicht. Du bist ein neuanfänglicher Trainer. Das ist okay, jeder fängt irgendwann mal an. Nicht? Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Sachen beibringen. Okay, folge mir. Tu es nicht, Meister. Er hat diesen Blick. Er hat diese Schokolade. Da sind K.O.-Tropfen drin. Ich merke schon. Ich habe bei meiner ersten Randomizer-Challenge das schon angesprochen. Es wird von Spiel zu Spiel immer schlimmer mit den Erklärungen. In der Original-Gold- und Silber-Edition musste man den Typen gar nicht ansprechen. Richtig. Und er hat einem die Karte gegeben. Okay, jetzt gibt er einem hier die Turbo-Booster. Und ich lasse den jetzt einfach mal durchgehen. Ja. Und ja, man musste sich halt nicht alles erklären lassen, was ist. Deine Maus ist übrigens ein Bild. Das ist nicht schlimm, die habe ich weggestellt bei Fraps. Achso. Und hier in der Edition wird es noch krasser, weil teilweise sind die Gespräche sinnlos. Wie zum Beispiel, okay, folge mir, hat er ja gesagt, ist dann weggerannt. Und dann, oh, Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass du nicht so schnell bist, du hast ja keine Turbo-Treter an. Anstatt dass er halt gleich einfach nur langsamer vorweg geht, nein, er muss halt vorwegrennen, dann, oh, Entschuldigung. Das war halt ja, wieder so ein Satz, der halt unnötig war, meiner Meinung nach. Es wird halt alles vercasualisiert. Ja, aber es ist halt teilweise unnötige Sätze dann noch zwischendrin. Aber okay, wir kriegen wenigstens die Turbo-Treter. Und eine gute Änderung daran war, dass man die komplett anlassen konnte. Man stellt sie einmal ein und dann funktionieren sie die ganze Zeit. Man muss nicht den B-Knopf halten. Ich will nicht sagen, aber jetzt willst du mich noch zum Sport machen zwingen. Kaum sind wir mit einer befreundet. Schon zwingst du mich dazu. Nein! Warum? Meine Beine. Ah, ich habe keine Schuhe an. So. Doch, der Typ hat natürlich noch was vergessen. Hat uns die Karte noch nicht gegeben. Wieder ein Ding, was unnötig war, anstatt dass er es gleich gibt.
Ich hab's geschafft. Ich habe es vergessen, Mann. Verstand und Demenz. Hier bitte. Herzschrittmacher erhalten. Moment, falsches Item. Karte erhalten. Herzschrittmacher erhalten. Mann fällt tot um. Wir plündern dich. Er spawnt einfach so einen Grabstein. So. Lootet die Leiche. Erhalten Karte. Richtig. Lootet die Leiche. Los, Aquana. Looten einsetzen. Aquana, Aquana. Und dann zerfleischt den voll so. Oh Gott, aber die Lecks sind gerade schlimm, ey. Meine Güte. Also sieht's bei mir nicht so aus, als würde es laggen. Na, jetzt gerade wieder geht's wieder. Wie in eine Potion, sehr schön. Kannst du nicht irgendwie die Framezahl statisch einsetzen auf einen gewissen Punkt? An sich ja, aber das liegt an dem Emulator, dass das laggt zwischendurch und da geht's trotzdem runter. Alter. Also das Spiel läuft normalerweise mit 60 Frames, wie ich das gerade sehe. Normal läuft's auf 60 Frames, so ungefähr. Ja, das ist ziemlich scheiße, wenn es auf 30 runtergeht. Mhm. Warum quatschst du den an, Mann? Ja, weil der. Der gibt mir jetzt eine Box für Aprikokos. Das Interessante ist, wenn du vorbeirennst an dem Haus, dann kommt er raus aus dem Haus und meint, warum gehst du nicht in dieses offensichtliche Haus? Das steht doch mitten im Weg. Und warum redest du nicht mit mir? Und gibt einem das Ding trotzdem. Hast du es nicht so gemacht? Weiß nicht, weil ich zu faul war. Weil ich ihm zu diese faul. Ich wollte ihm diese Genugtuung nicht geben, mich aufzuhalten. Ich wollte freiwillig hin. Freiwillig. Grüne Aprikoko. Hm. Oh, Slow Motion. Flup! It's a grün Aprikorn! Hier kriegt man noch sehr viele. Das ist das Coole. Ach, super. So. Und hier sind sie halt auch noch für was anderes notwendig als für Pokebälle. Das wäre? Ich weiß nicht, hast du Hard Gold noch nie gespielt? Da gibt es nämlich so einen Pokathlon. Na, ich habe Hard Gold bei mir und ich habe dann vor Bianca aufgehört. Ich habe keinen Bock, einfach meine Pokémon zu ziehen. Dieses Mittag ist mir auf den Sack gegangen. Wobei, das war, ist da ist ein Fakt, wir werden den Pokathlon wahrscheinlich nicht machen, weil der ist ziemlich doof zu machen hier. Oh Gott. Wow. Wieder Hochverteidigung. Alter. Warum kommt nichts, was du killen kannst? Exo, keine Ahnung. Frag mich nicht. Du bist der Trainer, los, schmeiß Wasserflasche. Ja. Wäre sogar wahrscheinlich hilfreich gegen so einen Stalos. So. Holen wir uns noch so ein pinkes Ding hier. Aha, jetzt sind wir heute hier richtig exotisch. Also der Skype-Sound ist momentan auf jeden Fall weit besser als hier der Sound vom Spiel, weil es immer zu leck. Tja, kannst du sehen. Pink Apricorn. So, dann schauen wir mal hier rein. Und sehen den Professor der Professoren. Ach, ich hab's schon gelesen. Du musst mal zu sein. Ich habe... Was? Ich war es, der diese E-Mail an Mr. Lind gesendet hat. Professor Lind. Ich war es, ich bin der Täter. So in etwa. Skandalös! Das ist, was Professor Emsig untersuchen soll. Was? Marcel hält das Mystery Egg! Und tut es in seine Key-Item-Tasche. Ein Freund von mir von Teak City. Irgendwo hat es mir gegeben. Ich wette, dass du diese Art des Eis nicht in Johto finden kannst. Denn ihr seid alles Weicheier. Ich dachte, Professor Eich wäre Lind. Sagen, was es ist. Ist mir egal. Na, Eich steht ja daneben. Ja, okay, drück einfach alles weg, bevor ich überhaupt gelesen habe. Ist kein Ding. Okay. Ich trinke einfach einen Schluck. Du darfst gleich noch wegdrücken. Dim. Da guck, du bekommst dafür Erholung. Oh ja, weil ich so viel gekämpft habe. Jetzt mich aber. Ich hab's gerade so geschafft. Huh, das war echt knifflig. Mhm. Hallo, ich bin jetzt groß im Intro. Und damit ist der Schicksal besiegt. Schon mal Padawan. Ich bin Professor Paul, ein Pokémon-Forscher. You don't say. Du bist also Marcel. Ja, der bin ich. Haben wir schon mal gesehen? Ja. Vielleicht. Ich habe gerade meinen Freund Mr. Pokémon besucht. Wir sind Best Friends Forever und haben diese lustigen Ringe. Beste Freunde. Okay. Ich habe gehört, du machst irgendwas Tolles für Professor Lind. Also hab ich hier gewartet. Du machst etwas Tolles für Professor Lind. Du machst eine Besorgung. Was ist das denn? Das ist Pokémon. Fass mich nicht an, alter Mann. Ist tatsächlich ein seltenes Pokémon. Ich sehe, du musst gerade Professor Eich mir selber helfen. In der Vergangenheit, weil ich bin jetzt zukünftig aus der Vergangenheit. Ich will das Spiel selber. So in etwa. Du behandelst dieses Pokémon anscheinend echt schlecht. Bitte, kauf mir eine Villa, ein Ferrari. Ich würde einen Aquana nicht schlecht behandeln.
Doch, Professor, aber mich ganz so schlecht, er gibt mich das, wenn ich will. Und lässt mich die Meter groß und Status geben, bevor ich du checken kann. Lass ist so ich dich brutal. Gar nicht, das ist gar nicht wahr. Ich hab Videobeweise, sehen Sie sich das an. Sein liebes Aquana. Ich mag nicht, dass mein Aquana böse auf mich ist. Das tut, mir, im Herzen, das tut mir im Herzen weh. Ich überleg's mir, das erste. Boah, macht das einen Spaß. Gott, macht das einen Spaß. Das Projekt wird jetzt schon super. Ah, übrigens, Poli, ist aber spitzel geblieben. Hast du mir zugehört? Ich glaube nicht. Ich habe nicht was gesagt. Ich muss zu Golden Route gehen. Und ja, irgendwas wie eine Radioshow machen. Ich weiß schon. Ich bin der Silbereisen für die Rentner. Was ein Wort ist. Versteht wahrscheinlich keiner. Deine Sendung ist voll für den Arsch. Du quatschst damit irgendwelche über Pokémon, die auf irgendwelchen Routen sind und was sie machen. Voll dumm. Das ist Guckewei. Es tanzelt, es tanzelt. Ja, oder es ist ein Owei. In Pokuskart. Ja. Raus hier. Hast du den Vergleich verstanden? Hä? Was? Hast du auch den Vergleich verstanden? Nein. Er macht seine Radioshow. Er ist dann der Silbereisen für die Rentner. Achso, ja. Hm. Danke. Hey, Marcel! Es ist unglaublich, schrecklich, ein Desaster. Es ist einfach nur schrecklich. Ich wiederhole mich. Mhm. Was war schon? Oh nein! Was ist los? Bitte komm zurück, Mann! Komm zurück, Mann! Und bring dein Vater mit! Warum? Klick-klick-klack! So ein Arsch, der sagt mir nicht mal, was los ist. Das hab ich gehört, du Penner. Naja, dann müssen wir da wohl hin, Exorion. Yay, alte Männer verprügeln, wuhu! Ah. Ich möchte zurück zum Labor. Cool. Auf, Genosse. Oh, jetzt können wir Poké fahren, oder? Nee, wir haben ja nur noch keine Pokébälle. Wir haben zwar einen Pokédexer, die Bälle haben wir noch nicht. Ah, das können wir fertig machen. Okay, oh mein Gott, das wird nicht schneller als der Schall. Ach verdammt, es hat aber Bedrohung, das ist doof. Super, ich glaube, das können wir uns sparen. Das könnte zumindest dauern. Mal gucken, wie viel Schaden es macht. Zwei. Wie viel Schaden mache ich? Ich mache eins. Drei wahrscheinlich. Was heißt hier du? Ich mache hier die ganze Arbeit. Ja, wir. Wie haut er mir raus? Wir sind ein Team. Water Sport? Schwächt Feuerattacken. Ach so, Nassmacher. Water Sport. Igitt ist das eklig. Sogar sinnvolle Attacke bei einem Maskeregen, so gesehen. Ja, aber du weißt gerade nicht, was ich mit Maskeregen, klar, mit Water Sport. Ich weiß nicht, was ich gerade damit meine, was hier so eklig ist. Ja, aber ich versuche es zu ignorieren. Ja klar, wir sind nicht. Watersport. Ah, Fakt ist, bei Maskeregen macht es sogar ein bisschen Sinn, weil es ja eine Feuerschwäche hat. Aber wenn Schmerbe dann oder sowas hier leben so, da benutzt, wo die Stärke des Elektrizität verringert wird. Das macht irgendwie immer wenig Sinn. Schmerbe. Boah, wenn ich es fertig gemacht habe, hat keine Chance. Oh, die Erfahrung. Ja, ist auch ein Weiterweg jetzt Pokémon. Boah, stell dir vor, ein wildes Altäre auf dem Level, das bringt so viel. Das hatte ich auch schon mal bei einer der Challenges, das war ziemlich cool. Oh Gott. Oh, Scheiße. Willst du versuchen? lieber nicht. Ich mach Blumen. Eine große Blume. Eine große, bisschen guckende Blume. Oh Mann. Was jetzt? Hatzel. Was? Einfach so. Fuguts, warum nicht? Einfach so. Mach's ja, fertig. Das Vieh könnte man, glaube ich, fertig machen, ja. Oh Gott. Ja, super. Ja, damit hast du es. Es kann eine Weile dauern. Es ist fast. Oh mein Gott, ich hätte erstmal Rutenschlag einsetzt. Wäre rein theoretisch ja eine Idee, ne? Ja, irgendwie schon. Aber sowas kommt ja nicht. Wer das Pokémon muss dafür denken. Wer der Trainer? Ich bin ganz freundlich zu dir. Ja, ich weiß nur nicht, wenn du Rutenschlag einsetzt, ich weiß nicht, ob das so die Leute sehen wollen. Ach echt nicht? Wieso? Ich hab doch wunderschöne Hüften. Mhm. Was kann so eine Konfusion spielen? Ja, fast schon erstaunt. Ja, nur Konfusion stört uns nicht wirklich. Was heißt hier uns? Ich krieg hier den Schaden. Weil du Spezialverteidigung. Einfach. Ich bin dein Fleischschild. Ich will dich mal langsam angreifen, bevor wir noch verwirrt werden oder so. Ja, das ist gut. Du bist Fall. Ich bin einfach ein. Wunderbar. Wunderbar. So, die Sache ist, was waren nochmal die zwei anderen Starter? Quaxo und Makago. Makago könnte ein ziemliches Problem werden. Wir bräuchten eine Wasserattacke. Wieso sollte er Makago mitnehmen? Und nicht Quaxo. Ich weiß nicht, was er nimmt, das ist ja das Problem. Aber wenn er Makago jetzt genommen hat,
Wann lerne ich eine Wasserattacke? Hätten wir ein Problem, keine Ahnung, aber wir sollten uns zumindest ein bisschen leveln, dass du... Ich guck mal, wann ich eine Wasserattacke lerne. Kannst du machen, aber wir müssen nicht unbedingt leveln, bis du eine Wasserattacke lernst, sondern halt wenigstens ein bisschen höher. Ja, aber Macau ist ein Feuerstein. Ja, aber wenn du halt jetzt Level 10 bist, dann machst du das auch mit Tackle für Nieder, auch wenn das jetzt nicht sehr effektiv ist. Zumal ich ja noch Tränke habe. Prost. So. Warte mal, wie kann man hier nochmal die Angriffe tauschen? Ich glaube, das musste man im Menü machen. Ah! Deine Fähigkeit hat gerade gewirkt. Water Absorb. Weil wir kämpfen gerade gegen einen Krebs-Score. Und das will mit das Bubble angreifen. Bubble Attack! Moment, jetzt kommen wir auf wunderschöner Stelle. Yay. Yeah. Da du diesen wunderschönen Water Absorb hast, haltst du einfach mal deine HP hoch. Das ist gut. Okay. Also, dann guck ich mal kurz. Aquana. Level 7! Aquana, wo bist du? Sehr schön! Ich bin Level 7. Aquana? Wo ist das? Ah, da. Aquana. Come to just, I believe in you. You can show me that. So. Sehr schön. Ich will aber noch nicht hin. Oh, komm schon, Mann! Internet! Warum gerade jetzt? Ich meine, ich laufe gerade anscheinend auf Höchstleistung, aber wie merke ich davon nichts? Na, wegen Skype funktioniert momentan ganz gut. Ja, beim Internet sich total stabilisiert, aber es ist einfach gerade die Seite nicht an. Ein Mediti, super. Ah, endlich. So. Also. Oh, ein Shiny bin ich. Oh Gott. Aber eine wunderschöne Farbe. Was denn? Warte. Das schießt jetzt Geduld ein. Warum greifst du an? Bist du des Wahnsinns? Ich habe angegriffen, dann hat es schon vorher Geduld eingesetzt, gleich in der ersten Runde. Das war nur schneller. Also vierte Generation habe ich auf Level 1 Tackle, Rudenschlag recht, dann auf 8 lerne ich Sandwurf, auf 15 lerne ich Aquaknarre. Ja, okay, auf 15 müssen wir dich nicht trainieren. Sicher? Ja. Aber Sandwurf reicht schon. Ja, so zu keep, dann soll ich jetzt alles Attacken sagen? Nee, es reicht schon. Nur hättest jetzt auf 8 oder sowas Aquaknarre gelernt, dann hätten wir das gemacht, aber... So, ja, dann nett. Warum nicht? So viel brauchst du nicht. Bei den Puppen hier bewege ich mich auch schnell. Das fies jetzt ernsthaft Platscher. Oh mein Gott, oh, ein Schlaporschlaf ist auch ein wunderschönes Pokémon. Aber du von jeder irgendwie ein Schlaporschlaf hast, ich weiß nicht. Ja, aber das fies jetzt ein Igler und Platscher ein. Warum nicht? Warum überhaupt? Oh mein Gott, nein, es ist männlich, töte es. Gott. Es poundet mich, aua. Es poundet nach Fund. Oh, das poundet dich, sag mal so. Oh nein, ich werde von einem Crossfester geschlagen. Jetzt machen wir gerade Gedanken, doch müsste reichen. Gelb wird sie immer ab der Hälfte. Und Tackle hat ja noch genug AP. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich keine AP mehr, um das Vieh zu killen. Das ist ja ein bisschen lächerlich. Ja. Weißt du nicht? So ein bisschen. Ist ja ein bisschen zu erotisch. So. Ja, mach nur. Welches Pokémon kann auf Level 1 schon eine ultramächtige Attacke? Es gibt einige. Glaube ich. Ja. Oh, ja, 101 Erfahrung. Nicht schlecht. Ich glaube, Glurak könnte auf Level 1 direkt schon Hitzewelle oder sowas. Hitzewelle, Aber ist ja gegen uns unwichtig. Was? Du willst jetzt schon gegen ihn kämpfen? Bist du des Wahnsinns? Nein, ich will nur meine AP wieder auffüllen. Ich sag dir, auf Level 8 will ich mich noch bringen, dass ich Sandwirbel habe. Weil dann bist du die ganze Zeit nerven. Was falls kann er Mechago auf Level 8? Falls er Mechago hat, sein Mechago ist nur auf Level 5. Ja, was kann denn das auf Level 5? Keine Ahnung, ich will das einfach nur sicher gehen. Ja, stell dir vor, wenn es Eruption hat, dann hast du aber ein ziemliches Problem. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch Flammenkörper, das wäre auch ein Problem. Dass ich dann Tackle mache, dann brenne ich. Falls ja, geht. Und dann bist du hinfällig und dann ist die Lernstagschein schon vorbei, also würde ich dir Level 15 trainieren. Nee, 15 mache ich trotzdem nicht. Bist du das Wahnsinns, Mann? Willst du die Lernstagschein jetzt schon gefährden? Ich lieber gefährden, als total zu überleveln jetzt schon, weil wenn du dann auf Level 15 bist, dann kann ich wahrscheinlich kein Pokémon mehr schwächen und fangen. Lotose. Ja, ich glaube, so Lugia wirst du dennoch nicht so sehr hart schwächen. Ja, aber ich vermute mal nicht, dass ein Lugia unbedingt auftaucht, beziehungsweise dass ich irgendwie eine Chance habe, das Lugia mit 5 Pokébällen zu fangen. Ach komm, manche fangen auch einfach mal Gordon mit einem Pokéball beim ersten Versuch. Ja, aber meistens haben sie dann trotzdem zig Millionen Pokébälle dabei, falls es nicht klappt. So wie ich. Einfach mal 300 Pokébälle für Groudon und Kyogre. Und am Ende hat sich noch 47 übrig. Es gibt ja auch genug Leute, die Groudon extra mit einem Tauchball fangen. Einfach nur, weil es lustig ist, dass man so ein Vieh im Tauchball fängt.
Ja, das ist wohl wahr. Ein Aerobot! Oh mein Aerobot! Und er ist wieder schneller als der Schall. Naja. Wenn du als Aquana sogar schneller bist als das Ding. Oh Gott, er wird wirklich den Sieg gefahren. Der Film will einfach nicht mehr haben, Leute. Doch, will ich. Das ist so geil, dass wir endlich mal einen Aquana haben als Starter. Aber ich will halt nicht überleveln, weil das ist irgendwie langweilig. Ja, das schon, aber unter den Umständen? Ja, es. Ich frag mich auch, aber. Dann mach wie es damit. Wobei, Flamme würde uns auch nicht helfen. Ich vertraue auf dich. Dann würdest du mit Tech. Du vertraust auf mich, bist du des Wahnsinns? Auf mich zu vertrauen ist echt der Schlüssel. Du kannst ja mal googeln, ob Wasser-Pokémon verbrannt werden können. Obwohl, doch können wir es, klar. Ich muss grad was gucken mit dem K oder Makro. Wenn sie was ist auf Level 5 kann. Jetzt ist er so Eruption! Und du kannst auch auf Level 5, das wäre voll lustig. Also es kann auf Level. Oh super. Na toll. Es kann 4 Attacken. Mhm. Glut, Smog, Steinwurf und Gena. Es hat sich gerade aufgehangen. Wie? Ja, halt irgendwie. Requires bias ROM image to execute undef opcode expectations. Wir haben nur noch keine 20 Minuten aufgenommen. Jetzt gerade doch. So, entschuldigt Leute. Da hat's den Emulator rausgehauen. Das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die ich angesprochen habe, dass man halt echt einfach meh. Das ist halt gleich komplett raushaut. Naja, was soll's. Ich hab's nochmal kurz nachgespielt vom Anfang her. Wir haben jetzt Exoreon wieder auf Level 8. Ja, das stimmt. Und man hört dich nur leise, aber was du gerade eben getan hast, hat man gehört. Oh, sehr lang. Passt. Und ich werde es wahrscheinlich jetzt noch auf Level 10 trainieren. Das mache ich jetzt auch noch schnell. So am Ende des Parts. Muss jetzt nicht irgendwie ein extra Video deswegen machen. Oh geil, Danny. Wir sind übrigens einem Palkia begegnet, ne? Ja, wir sind von einem Palkia vor Mr. Pokémons Haus begegnet. Nur hat er leider gerade nicht rausgeguckt und deswegen hat er das leider verpasst. Konnte leider keine Forschung darüber machen. Naja, doof gelaufen. Ja. Ja. Wir haben, Exo hat vorhin nachgeguckt, was die Gegner so drauf haben. Das will ich sagen, das will ich sagen. Dann sag das. Also Makago kann, Glut, Smog, Steinwurf und Gena. Das ist noch okay. Das Gefährliche, bei Mekago, ja, bevor wir zu Quaxo gehen, falls Mekago kommt, ist das einzige Problem dabei wahrscheinlich der Flammkörper, falls er den hat. Weil dann wäre Aquana verbrannt, ja, der Angriff würde noch weiter geschwächt und da das Ding ein Stein-Pokémon ist, machen wir dann noch weniger Schaden. Das ist sehr gefährlich. Sanfu bis beim FTW. Und ja. bei Quaxo sieht allerdings wesentlich schlimmer aus. Quaxo kann Blubstrahl, weiß ich nicht, wo noch raus ist, es kann auf jeden Fall Blubstrahl, Dubdexi, was war die dritte Attacke? Hypnose und was richtig abfuckt, Abgesang. Das heißt, im schlimmsten Fall müssen wir das Ding innerhalb von 3 Runden besiegen können. Ja. Und Blubstrahl ist scheißegal, aber Hypnose ist halt doof. Weil wenn es dann Abgesang einsetzt und macht auch noch Hypnose, dann, Und warum setze ich Tackle gerade gegen einen Geist ein? Ob der Trainer so intelligent ist? Ja, das ist die Frage, aber. Ich weiß halt nicht, ob durch den Randomizer, weil wir haben ja die Trainer an sich nicht gerandomized, ob der jetzt das andere Starter-Pokémon direkt so bekommt oder ob er trotzdem das geskriptete Starter-Pokémon kriegt und dann das bekommen würde, was wir bekommen hätten, wenn. Ja, du weißt schon, dass halt eins von den dreien hat, Kanimani, Endivi oder Feuerregel. Von wann werde ich das wieder durchgenommen haben? Was ist denn direkt daneben immer? Kanimani oder Feuerregel? Das weiß ich gerade gar nicht, das ist es ja deswegen. Ich glaube Feuerregel, also wird er wahrscheinlich. Ich glaube in der Mitte ist Feuerregel. Das heißt. Das daneben ist links Kanimani. Das heißt, es wäre Makago. Ja, sogar noch als Nixakar. Welches haben wir denn genommen? Wir haben ja. In das Mittlere genommen. Ja. Aquana. Also war in Liebe Quaxo, Folge war Aquana und Makago war keine Mani. Also er müsste Makago genommen haben. Könnte sein, ja. Oh, Fluffeluff. Ja, okay, Fluffeluff, jo.
Ne? Bekämpfen wir mal nicht. Warum? Weil Baby-Pokémon sau wenig Erfahrung geben, das ist die Mühe nicht wert. Ist echt so. Oh, Kamerad, hallo. Oh, super. So, wir können es ja mal kurz richtig testen. Guck, das ist nicht total süß. Camerup ist ja so ähnlich wie Mechago. Achso, ja, na, außer doch. Ist kein Stein-Pokémon, er ist Boden. Richtig. Ich vergaß. Ist kein Sandkörper? Ja, ist nicht. Ah, dann gibt's gute Erfahrung. Ich dachte jetzt, ich wollte mal sehen, wie viel Schaden ich vielleicht zum Camerup mache. Aber es war ja Boden und nicht Stein, das ist ja richtig. Kannst du ja einen Status versuchen? Ah, ist ja nur vierfache Resistenz. Oh, Intensität. Was? Oh, puh, ich dachte jetzt schon. Nee, Aquana, steckt das locker weg. Es ist eine Intensität. Guck dir an, das war gerade ein kritischer Gluttreffer. Er ist aber auch Glut. Ja. Das ist nicht speziell. Das stimmt. Blum. Blum. So. Haben dich fast auf Level 10. Das ist erfreulich. Hm. Sehr löblich, mein Trainer. Sehr löblich. Leckt das gerade oder sieht es nur so aus? Ja, es leckt gerade. Ach ja, ab dieser Generation übrigens auch der Split zwischen speziellen und physischen Angriffen. Muss man ja auch noch sagen, das ist ja vierte Generation. Mhm. Den gab es ja vorher nicht. Das heißt, der Rattenhieb ist physisch. Generation. Ab der Gyarados fucking useless wurde. Ja. Davon war Gyarados einfach nur so eine übermächtige Waffe. Mit Flammenwurf, Donnerblitz, Hydro-Pumpe und ja, Fehlattacke nach Wahl. Eisschlag, nebenbei übrigens. Also Erdbeben, Alter, Gyarados ist einfach so ein Überviel gewesen. Naja, früher war ja auch Chanera ziemlich gut, weil damals gab es ja nur einen Spezialwert und da hatte Chanera einen sehr hohen Spezialwert und deswegen konnte es auch so geile Attacken wie Flammenwurf auch sehr gut nutzen. Alter, Gyarados ist immer cool. Weil Erdbeben 100 physisch Gyarados fucking nur Angriff. Mein bestes Gyarados ist ja off the charts gewesen mit, ich glaube, 440 Angriff oder so. Hm. Das ist schon gesehen, aber also noch da bis älter Generation. Das heißt, da war noch nichts mit Typen und Beeinflussen und so ein DVV quatscht. Hm. Das heißt, einfach ein Gyarados mit 440 Attacken und das hat gezwiebelt, mein Freund. Das hat gezwiebelt. Oh. Fand ich ganz kurz, cool, als es dann auf Level 28 war, dann habe ich gegen meinen Bruder gekämpft, der hat den Goldkin Level 66 und habe ich dann getootet. Ja, ich fand es damals immer lustig, als wir dann in der Schule neu angefangen haben, Pokémon zu spielen mit unseren alten Editionen Gold und Silber. Mhm. Ich hatte halt auch meine Kristall-Edition und ich hatte halt übermächtige Pokémon. Deswegen wollten sie halt nicht gegen mich spielen, da habe ich gesagt, ja okay, ich mache mir halt ein schnelles, schwächeres Team. Was mache ich natürlich? Ein Evoli-Team. Und dann hatte ich halt so meine Evolis und die waren alle so etwas über 50, 56 so in der Richtung. Und der hatte halt auch Pokémon rund 60 rum. Ein bisschen stärker halt. Er hatte halt auch einen Kingler auf 64, glaube ich, und das hat halt gegen meinen Aquana gekämpft. Und er hatte seinen Kingler halt draußen, hat Surfer eingesetzt und hat halt Aquana überhaupt keinen Schaden gemacht. Dann hat Aquana Surfer eingesetzt, hat ewig viel Schaden gegen das Kingler gemacht. Und der war halt die ganze Zeit, wie kann denn das sein? Mein Kingler ist doch zig Level höher. Aber tja, Aquana, gute Spezialverteidigung, guter Spezialangriff. Kingler, schlechte Spezialverteidigung, schlechter Spezialangriff. War halt doof, ne? Mhm. Aber das wusste er halt nicht. Ja, aber dennoch, Gyarados war 8, was ich halt einfach Gold in der 66 geraped. So. Langsam wird's auch schon doof zu leveln irgendwie. Ich brauche schon sehr viel Erfahrung dafür. Naja, immerhin gibt es noch weitere Entwicklungen zu trainieren. Ich hätte vorhin jetzt immer noch diese Taubsis und so. Ja. Dabei würden die halt schneller drauf gehen. Aber ich bin halt echt am überlegen, ob ich es Level 10 belasse. Das ist halt die Frage, ob man kann mit Flammenkörper. Wenn er Flammenkörper kann, dann könnte es echt problematisch werden, wenn es klappt. Wenn es nicht kann, also, dann besiegen wir ihn auf jeden Fall. Die Rate war 75 zu 25 für Flammenkörper. Ja. Das ist halt echt das okay. Und halt, ob wir Quacks so auch so schnell erledigen können. Ja, Quacks hat immerhin, ist nicht halt ganz ohne. Was das halt angeht. Es ist halt echt keine gute Ausgangslage. Wenn es das Optimalste wäre, halt wirklich, wenn er einen der Starter hätte. Wenn er gar nicht die hätte, sondern einen der normalen Starter. Ja, stimmt. Oh Gott, ist das nicht wieder noch zu entscheiden, ey. Sowieso, wie willst du denn erzählen? So, ist jetzt die Frage, machst du F15? Wirst du schon ausgehen oder willst du jetzt mit dem nächsten Part riskieren?
dass die Nass und Gatchen verkacken und dass Abraqualle sterben wird. Naja, was sagst du? Ich will nicht sterben. Guck mich an, ich bin süß. Ja, ich will ja auch nicht, dass du stirbst. Danke, das ist sehr mitfühlend. Das ist es ja, deswegen bin ich echt am Überlegen. Also normalerweise würde ich sonst sagen, jetzt auf geht's, aber es ist halt ein fucking Aquana, ich will es nicht verlieren. Und das ist echt scheiße. Blöd, aber wenn ich jetzt halt auf 15 trainiere, dann bin ich halt total überlevelt, das ist halt das Dumme. Ja, das stimmt. Du kannst ja, kannst du gar nicht setzen. Du könntest natürlich mit Level 10 speichern, dann mit Level 15 trainieren und dann kämpfen. Wenn er normale Punkte hat, muss er schnell aus und du bist halt Level 10. Ja, das ist dann aber auch irgendwie wieder Cheaten, weißt du? Ja, Scout, du hast die Schutzschild scouten. Ah, weißt du was, wir probieren's. Was? Er will mich trotzdem. Nein, will ich nicht. Aber wir gehen in den Markt und kaufen uns Unmengen von Tränken. Das wird Abgesang auch nicht helfen. Das stimmt, das wird gegen Abgesang nicht helfen. Obwohl, wir haben 6 Tränke, viel mehr werden wir nicht brauchen. Oh Gott, ich will nicht. Das wird so schief gehen. Ich will nicht sterben. Leute, ihr müsst ihn aufhalten. Ich will zu viel am Sterben. Ich will nicht. Er will mich umbringen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.